Hi, grüßt euch. Ja, der Titel hat euch schon verraten, worum es heute geht. Ich möchte mit euch sprechen über Planen, Ponchos und Tarps. Was sind die Vor- und Nachteile? Ich habe inzwischen einige gehabt, einige habe ich auch noch. Und ich möchte euch einfach heute mal zeigen, was die Einzelnen können, wofür sie da sind und was vielleicht ihre Nachteile sind. Die erste Frage ist natürlich immer, wofür wollen wir die jeweilige Plane oder das jeweilige Tarp eigentlich benutzen? Und da gibt es schon ganz immense Unterschiede, welche dann überhaupt dafür in Frage kommen können und welche nicht. Dann gebe ich euch jetzt erstmal einen kurzen Überblick von den Sachen, die ich hier habe. Fangen wir einfach mal hier hinten an. Das ist mit Sicherheit das Billigste. Das ist eine Plane, eine ganz normale Baumarktplane, wie man das kennt. In dem Fall halt mit Camouflage-Muster. Das ist allerdings wurscht. Das kann man selbstverständlich auf jede andere Plane genauso übertragen. Dann haben wir hier als nächstes ein Poncho. Das ist ein Poncho vom österreichischen Bundesheer. Ist fast baugleich mit allen NATO-Ponchos, auch dem von der Bundeswehr. Den hatte ich mir damals halt gekauft, war im Angebot und ja, hat mich bis jetzt auch noch nicht im Stich gelassen. Daneben haben wir die altbekannte BW-Zeltbahn von der Bundeswehr und daneben noch eine Zeltbahn der NVA. Außer Konkurrenz, beziehungsweise jetzt nicht hier bei mir mit auf dem Boden, ist ein ganz normales Tarp, wie man das in 1000 verschiedenen Varianten kaufen kann, mit Abspannpunkten, mit Ringen. Sehr dünnes Material, meistens Nylon oder etwas ähnliches, sehr wasserdicht, teilweise auch UV-dicht. Das hängt dann jeweils wieder von der Art ab. Um ein Gefühl für die Größe zu bekommen, werde ich jetzt erstmal alle nacheinander auslegen. Das hier ist das Größte, eine 2x3 Meter Baumarktplane. Ja, so eine Outdoor-Plane, Gewebeband ist schon relativ fest, muss man sagen. Ist hier am Rand auch doppelt genommen, hat mehrere Ringe. Auf der kurzen Seite 3 und auf der langen Seite 4. Auf die Plane habe ich jetzt mal den Poncho des Bundesheers gelegt. Der ist etwas kleiner. Das ist ququadratisch und zwar ungefähr 1,75 m x 1,75 m. Hier sind an jeder Seite jeweils 3 Ösen, sowohl in die Richtung als auch in die Richtung. Zusätzlich aber noch auf diesen beiden gegenüberliegenden Seiten diverse Druckknöpfe. Hier haben wir jetzt die BW-Zeltbahn. Die hat eine sehr ungewöhnliche Form, das sieht man sofort. Man hat hier in der Mitte praktisch ein Rechteck und außen nochmal 3 Ecke jeweils an den Seiten, da das Ganze in zweifacher Ausführung zu einem komplett fertigen Zelt gebaut werden kann. Die Breite beträgt an der breitesten Stelle ca. 1,15 m und die Gesamtlänge von oben bis unten etwa 3,40 m. Hier nun die NVA-Zeltbahn, die ist im Prinzip sehr ähnlich der Bundeswehr-Zeltbahn, was das Material angeht und auch die Ösen und Haken, die überall angebracht sind. Sie ist wiederum quadratisch und misst genau 2 Meter im Quadrat. Wie schon erwähnt, jetzt nicht gerade bei mir, ist ein 3x3 Meter Tarp. Das ist eine Größe, für die ich mich damals entschieden hatte. Es gab natürlich auch Tarp 2x3 Meter, 4x4, das geht bis hoch, 5x5, alles kein Thema, bekommt man alles. Ich wollte allerdings bewusst ein quadratisches Tarp haben, weil es einfach einige Aufbaumöglichkeiten ermöglicht, die bei Rechtecken etwas schwerer umzusetzen sind. Das, was wir natürlich betrachten müssen, ist die Form. Das heißt, was möchte ich damit aufbauen und reicht mir die Länge bzw. die Breite? Und ist es auch möglich, bestimmte Arten des Aufbaus zum Beispiel mit einem Rechteck zu realisieren? An der Stelle haben wir natürlich schon das Problem mit der Bundeswehr-Zeltbahn, die wirklich darauf ausgelegt ist, aus zwei dieser Zeltbahnen ein Zwei-Mann-Zelt zu bauen. Das heißt, sehr viele Aufbauvarianten fallen mit der BW-Zeltbahn eigentlich schon hinten runter. Eines seiner Nachteile allerdings hat man dafür den Vorteil, dass man bequem die Seiten umschlagen kann und hat dann auch noch vorn und hinten, wenn man das beispielsweise einfach als Schrägbau aufstellt, noch ein bisschen Schutz von vorne und hinten hat. Betrachten wir jetzt aber zunächst einfach mal nur das Material. Da haben wir jetzt hier sämtliche Varianten übereinander gelegt. Beginnen wir wieder mit der Baumarktplane. Diesen Stoff kennt jeder. Ja, das ist ein Kunststoff. Relativ laut, das ist auch gleich einer seiner großen Nachteile. Also im Wind flattert das beim Aufbau, macht das relativ viel Krach. Als nächstes würde ich jetzt hier mal den Poncho herziehen. Der ist ganz gut dreckig im Moment. Das Material ist wesentlich dünner, es ist auch leichter. Dafür hat es natürlich durch die vielen Nieten und die Druckknöpfe ein ähnliches Gewicht, sage ich mal. Das macht keinen großen Unterschied. Die Baumarktplane ist auch nicht wirklich schwer, also dafür, dass es 3x2 Meter sind, nicht. Allerdings, der Poncho ist einfach langlebiger. Was aber nicht heißt, dass die Baumarktplane partout irgendwie nach 1-2 Einsätzen kaputt gehen muss. Absolut nicht. Die hier habe ich jetzt ungefähr 7 Monate bei Wind und Wetter draußen an exponierter Stelle gehabt. Ich habe keine Einrisse, ich habe keinen Wassereintritt gehabt. Es gibt ein paar Stellen, wo das Ganze ein bisschen abgefranst ist. Gibt auch ein paar winzige Löcher, allerdings nur am Rand. Und insofern, man darf jetzt nicht sagen, dass das ein Wegwerfprodukt ist. Das kann man schon dutzende Male benutzen. Allerdings der Poncho, wenn er ordentlich gepflegt wird, hält natürlich durchaus länger. Man hört es jetzt auch wieder direkt am Geräusch. Es ist auch wesentlich leiser. Ja, auch zu der Plane hier. Ist natürlich aus dem militärischen Bereich auch ein bisschen mit Bedacht gewählt worden, nehme ich mal an. Insofern, das ist sicher nochmal ein Vorteil.
ein richtig dicker, derber Baumwollstoff, den die Bundeswehrplane hier hat. Auch sehr dick doppelt umnäht hier an den Seiten. Bleiben wir beim Geräusch, da ist natürlich hier der Baumwollstoff. Das ist natürlich hier bei der LVA-Plane genau dasselbe. Der Stoff ist ein Tacken dünner als bei der Bundeswehrplane, muss ich sagen. Es ist nicht viel, es ist kein großer Unterschied. Fragt mich nicht warum, vielleicht musste auch da leider damals ein bisschen gespart werden. Aber grundsätzlich, dafür, dass das so alt ist, ist das auch in einem hervorragenden Zustand. Auch die Plane ist praktisch das ganze Jahr draußen bei mir, dient hier als Türabdeckung. Also kann man ohne weiteres auch im Langzeiteinsatz nicht benutzen, ohne dass da was kaputt geht. Das Material des Tabs würde ich sehr nah an dem des Ponchos einordnen. Es ist ein dünner Kunststoff, allerdings auch vergleichsweise raschelarm. Das kann ich jetzt leider nicht vorführen mit dem Archivmaterial, glaubt es mir einfach. Ist allerdings wesentlich dünner, trotz allem sehr reißfest, habe ich auch nie Schwierigkeiten mit gehabt, egal bei welchem Aufbau, dass ich da irgendwelche Löcher reinbekommen hätte und dadurch auch wahnsinnig leicht. In Sachen Gewicht hat das Standard-Tab einfach die Nase vorn. Was noch wichtig ist bei dem Tab neben dem Gewicht und neben der Reißfestigkeit, ist natürlich auch, wie empfindlich ist das Ganze gegen Funkenflug, Feuer etc. Und da kann man es natürlich ganz einfach machen. Selbstverständlich haben hier die Baumwollstoffe weit die Nase vorne, denn so ein Baumwollstoff, der fängt nicht so leichten Funken. Hab das nie erlebt, deshalb habe ich auch gerne hier im Garten, wenn ich ein Lagerfeuer mache, ihr habt das in einem meiner letzten Videos gesehen, wo ich dieses primitive Shelter aufgebaut habe, da hatte ich die Bundeswehrplane, weil ich genau weiß, da können Funken dran fliegen, so viel wie sie möchten. Da kriege ich wieder ein Brandloch und schon gar keinen Brand. Die Baumarktplane schneidet hier zusammen allerdings auch mit dem teuren Tab absolut schlecht ab. Ein Funken und man hat ein, wie auch immer geartet, großes Loch dann in der Folie drinne. Das lässt sich leider nicht verhindern. Der Poncho hatte ich auch schon mit am Feuer, ist ein bisschen unempfindlicher. Ich würde aber auch nicht meine Hand dafür ins Feuer legen. Wenn der Funke ausreichend lang da drauf ist, haben wir da natürlich auch ein Loch drin. Die Vielseitigkeit der Aufbauvarianten angeht, habe ich ja schon gesagt, ich persönlich finde, dass da quadratische Lösungen einfach, ja, quadratisch praktisch gut sind. Nein, aber sie bieten einfach viel mehr Möglichkeiten. Man kann was umschlagen, ob das jetzt ein A-Frame ist oder ich zeige euch einfach mal hier ein paar Sachen, die ich mit meinem 3x3 Meter Tab gebaut habe. Da gibt es einfach verschiedene Möglichkeiten, wie man das dann umsetzen kann. Das geht stellenweise auch mit rechteckigen auch noch, ja. Aber wo es komplett rausfällt, ist dann im Prinzip die Bundeswehrzeltbahn. Da ist man sehr eingeschränkt. Ich kann mich erinnern, wir hatten das vor Jahren, vor 2-3 Jahren mal probiert. Auch da blende ich gerne mal ein Bild ein, es über eine Hängematte zu spannen. Denn von der Länge ist das ja gar nicht schlecht. Das ist sogar die längste meiner Planen. Über 3 Meter in der längsten Ecke. Das Problem ist, dass es so spitz zuläuft, dass man im Prinzip überhaupt nichts mehr von der Länge hat und keinen wirklichen Wetterschutz hat. Das heißt, da ist man wirklich am eingeschränktesten, was die Aufbauvarianten angeht. Ja, was ist jetzt mein Favorit dieser verschiedenen Systeme? Wie immer gilt, alles hat seinen Einsatzzweck. Wie gesagt, am Feuer benutze ich gern die aus Baumwolle, ganz einfach, weil sie keine Funken aufnehmen, weil ich mir sicher sein kann, dass ich sie auch beim nächsten Mal wieder benutzen kann. Allgemein bin ich ein Freund des Ponchos. Ganz einfach wegen der mehrfachen Verwendbarkeit. Man hat ein Poncho dabei, man hat einen Tab dabei. Das Ganze trägt überhaupt nicht auf, wenn man das als Rolle hinten unterm Rucksack hat. Insofern habe ich die meiste Zeit, wenn ich unterwegs war und bin, dann doch den Poncho sowieso dabei, schon allein als Regenschutz und dann halt auch als Tab. An zweiter Stelle wäre es dann auf jeden Fall auch das Tab selber. Unheimlich leicht, gerade beim Wandern nicht zu unterschätzen, wenn man nicht so viel Gewicht mit rumschleppen muss. Ist eine super Sache, hat also auf jeden Fall seine Berechtigung und die Abspannpunkte sind meistens auch wirklich so gewählt bei den Tabs, dass man eine Vielzahl an Aufbaumöglichkeiten hat. Es gibt noch eine Sache zu erwähnen, was die Dichtigkeit betrifft. Also wasserdicht sind sie selbstverständlich. Alle von der Baumarktplane, die hier wunderbar jetzt über 7-8 Monate trocken gehalten hat, über auch alle anderen. Was viele unterschätzen, ist die Dichtigkeit dieser beiden. Denn zum einen kann man sie selbstverständlich imprägnieren mit Imprägnierspray oder auch einfach mit Wachs. Jeder, wie er das für richtig hält. Was allerdings viele gar nicht wissen, imprägnieren muss man diese Stoffe eigentlich gar nicht. Wir gehen mal davon aus, dass wir unser Lager sowieso an einem etwas regengeschützten Ort aufbauen, beispielsweise unter ein paar Bäumen oder in der Nähe von Büschen. Das heißt, wir bekommen jetzt keine richtig sintflutartigen Regenfälle über Tage aufs Dach. Das Ganze ist immer für eine Nacht, für eine kurze Nacht gedacht. Und dann passiert nämlich Folgendes. Wenn Baumwolle nass wird, dann quellen logischerweise die einzelnen Fäden, aus denen sie gewoben sind, auf und verschließen im Prinzip das Gewebe, sodass es dadurch allein wasserdicht wird. Allerdings, man muss natürlich nur kurz drüber nachdenken, das Ganze hat einen erheblichen Nachteil. Baut man das Ganze ab und muss es dann wieder transportieren, kann man mitunter 2-3 Liter Wasser zusätzlich mitschleppen, was natürlich wieder schlecht ist. Deshalb bin ich alles in allem dazu übergegangen, diese Planen
stationär zu benutzen, das heißt also im Garten oder einfach, wenn ich weiß, ich mache eine sehr kurze Tour. Das heißt, ich muss jetzt nicht 20 Kilometer laufen oder so, sondern gehe einfach mal einen Kilometer in den Wald, um was aufzubauen. Dann ist das überhaupt kein Problem, dann kann man die benutzen. Dann ist mir das auch egal, dass das hier schon trocken 2,5 Kilo wiegt. Bin ich natürlich länger unterwegs, suche ich mir zum einen etwas aus, was merklich leichter ist und was mir eventuell, wie der Pontio, noch einen zusätzlichen Nutzen bietet. Dann verabschiede ich mich mal mit meiner Lieblingsvariante, dem Pontio. Wünsche euch was, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und ciao.